Warum bist du so früh da? Warum hast du heute Bock auf die Karawane? Boah, da fragst du mich Sachen, weil es sich einfach so gehört, oder? Es muss ja so sein, Karawane. Das ist einfach der Saisonbeginn für uns und gehört einfach dazu. Vor allem ist die Karawane schon älter als der heutige Gegner. Und damit ist, glaube ich, schon alles gesagt. Und warum bist du jetzt so früh schon da? Weil ich die Karawane mitlaufen will. Warum? Weil das einfach geil ist. Das ist meine dritte Karawane, wo ich mitlaufe und da muss es einfach sein. Und das Geilste ist da unten am Tunnel. Das finde ich das Geilste, wenn alle VfB 1893, egal was, singen, das ist so genial. Gänsehaut-Feeling. Ja, extra nur wegen der Karawane, weil es gehört einfach dazu und dafür kann man auch mal seinen Urlaub abbrechen, denke ich. Weil ich denke, Glasflaschen statt Dosen, scheiß RB. Und Karawane ist auf jeden Fall immer ein Muss vor der Saison. Das ist eine geile Aktion. Ich weiß nicht, wo es angefangen hat, da war es deutlich kleiner. Glaube ich, mittlerweile schon bekannt. Und kann sich sehen lassen, oder? Gehört einfach dazu zum Saisonstart. Und gerade heute, um den Dosen mal zu zeigen, wie so eine richtig lebendige Fankultur aussieht, eine Karawane, die schon älter ist als denn ihr Konstrukt. Das ist schon viel wert, finde ich. Ja, das ist ein Stück weit Tradition. Erster Spieltag, Gemeinschaft, alle zusammen. Und ja, haben Bock. Geiles Wetter heute erwischt und dann kann die Saison eigentlich starten. Das gehört einfach zum VfB dazu. Eröffnungsspiel, einfach Karawane. Das ist ein Muss. Ist auch gut organisiert von euch jetzt zum Beispiel. Mich liegt mega gut. Gefällt mir. Ist einfach ein guter Start in die Saison und jetzt war es halt die letzten zwei Jahre nicht. Und es ist jetzt geil, dass es wieder stattfindet. Deswegen sind wir auch wieder dabei. Und warum findest du es geil? Was bedeutet das für dich? Das ist einfach Zusammenhalt, Tradition, geiles Stadion, geiler Verein. Geile Stimmung, so wie immer, so wie man es kennt. Und ein Saisonstart ohne Karawane ist kein richtiger Saisonstart. So gehört sich's. Klar, war ich schon öfters dabei. Jetzt sind wir aber noch nicht so oft. Wir waren jetzt zum vierten Mal, glaube ich, dabei und es ist einfach immer der perfekte Saisonstart. Es ist einfach die Gemeinschaft und einfach zu sehen, wie viel es hier gibt und die gleich denkt mir einer selber und es ist einfach nur Spaß. Ich meine, wir haben ja heute das passende Beispiel hier einfach mit unserem Gegner. 3.000 Karten angeboten, lediglich 600 benötigt und das nennt sich Pokalsieger, deutscher Pokalsieger und das zeigt doch einfach, wie kaputt dieses Konstrukt ist und ich glaube, das ist Grund genug, sich heute zu treffen und damit auf die Straße zu gehen. Startzeit, warst du schon ein paar Mal da? Ich war schon etliche Mal hier, wir haben fast 500 Kilometer Fahrt, aber das machen wir gerne und gerade aus diesem Grund heute hier und ja, dieses Beispiel mit 15 Jahren Karawane und der Nicht-Geschichte von RB, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Ein paar Cowboy-Hüt oder ein paar Bullen-Hüt reichen einfach nicht aus. Wir sind nicht zum ersten Mal da, wir sind eigentlich immer da und das ist mega. Das ist Saison ein, Leute. Wir freuen uns drauf. Super, dass die Ultras das organisiert. Und wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, wenn es losgeht. Kann ich mich nur anschließen. Jedes Jahr zur Karawane, das ist erster Heimspieltag, gehört dazu, ist Kult unterdessen. Und sogar deswegen extra aus Wacken früher abgereist, zur Karawane pünktlich da zu sein. Sehr gut.